Was geht bei euch, Chat? Ich bin heute richtig spät dran. Es ist 18.23 Uhr und ich würde das Video gerne um 19 Uhr hochladen. Ich bin einfach kaputt und fertig. Aber wir starten rein. Let's go! 10 Lieblingshobbys von Deutsch? Fußball gucken. Ja, spezifischer. Sport gucken. Ist Nummer 5. Fußball gucken hätte ich eigentlich gedacht. Wer? 1. Tanken? Ist Nummer 3. Sport machen. Nee. Denk mal an so eine... Was könnte noch dabei sein? Angeln? Angeln? Malaktivitäten. Spazieren gehen. Wenn du länger spazieren gehst. Rennen. Wandern. Ist Nummer 1. Wandern ist Nummer 1? Wo kann man in Deutschland bitte schön wandern? Noch was Naturbezogenes. Was hast du zu Hause? Garten. Was kann man da machen? Zocken. Gartenarbeit. Ist Nummer... Oh, die ganzen Rentner! Hier. Skifahren? Nee, wenn du keinen Bock mehr auf zu Hause hast. In den Urlaub fahren. Ist Nummer 6. Okay. Was macht der Vater daheim? Immer mal zwischendurch zu tun. Bier trinken. Handwerken. Ist Nummer 10. Digga, saufen. Das ist nicht drin, das ist die 1. Nee, das Wandern. Bei einem Ausflug. Oh, das ist ja voll schön. Foto. Fotos machen ist Nummer 9. Okay. Dann noch ein kreatives Hobby. Malen. Malen und zeichnen ist Nummer 8. Wer malt denn bitte schön gerne? Also ich kann nicht malen. Also 2 und 7 fehlt noch. Ach, was kannst du im Auto machen? Musik hören. Ist Nummer 7. Okay. Ich bin Sänger. Meine Ohren bluten. Wenn sich Menschen intellektuell weiterbilden wollen. Lesen. Ist Nummer 10. Nein, also ich glaube die Liste, die stimmt ja gar nicht, Digga. Lesen auf Nummer 2. Auto eingeschlafen werden. Heute ist das 9. Mal Muttertag, den ich ohne meine Mama verbringe. Die letzten Schade. Jahre habe ich diesen Tag ignoriert. Rest in peace an deine Mutter. Weil ich einfach wollte, dass es so schnell wie möglich vergeht. Aber heute konnte ich ihn irgendwie mit ihr verbringen, also habe ich einen Brief an sie geschrieben. Also ich bin ehrlich, das ist meine größte Angst, weil meine Mutter... Manchmal, wenn ich drüber nachdenke, bekomme ich einfach Pipi in den Augen. Und dann bin ich zum Friedhof gefahren und das fällt mir immer richtig schwer. Ich war auch ungefähr erst 5-mal dort. Ich weiß nicht, wie. Aber man kann Kerzen mit 2 Euro kaufen? In einer Maschine? Seit wann das? Krass. Friedlich dort. Und echt schön, ich hab's richtig genossen. Weil der Tag so schön war, bin ich dann in den Garten. Und ich habe mir alte Lieder angehört, die ich früher mit ihr immer gehört habe. An solchen Tagen versuche ich Social Media zu meiden, weil gefühlt jeder mit seiner Happy Family ist. Und das kann einen in so einer Situation echt runterziehen. Deswegen habe ich mich abgelenkt. Gutes Brot. Gebacken schön. Und dann noch eine Serie geschaut, die ich mit ihr früher auch... Also ich habe meinen Netflix gekündigt, Digga. Die sind hochgegangen auf 20 Tacken. Wer kann bitte schön 20 Tacken für Netflix bezahlen? Ich nicht. Auch immer als Kind geschaut habe. Jo, ich hoffe, dir geht's gut. Habt ihr früher auch immer so getan, als wenn ihr im Auto eingeschlafen wärt, einfach nur um hochgetragen zu werden? Digga, einfach jedes Mal, wenn man aus dem Urlaub oder von einer längeren Fahrt nach Hause gekommen ist, erstmal so getan, als wenn man im Auto eingeschlafen wäre. Das ist halt so eine Sache. Bei mir waren lange Fahrten fast nie da. So, da sind wir. Immer nur Schule und nach Hause. Vor allem, das hat doch einfach immer zu Streit geführt. Trägst du bitte den Lukas hoch? Ich? Nee, auf keinen Fall. Das war keine Frage. Also los, sonst haben wir 2 Ärger. Mama, danke für deinen Support. Dank dir hat's immer geklappt. Naja, fast immer. Ich hab das aber nie gemacht. Eltern einfach im Auto gelassen. Ach, sieh mal an, der Kleine schläft. Ach, dann lassen wir ihn in Ruhe weiterschlafen. Na dann. Mama. Okay, das kann auch mal passiert sein. Doch, ich glaube, einmal ist passiert. Ich bin wirklich abgekackt. Die haben Auto zugemacht. 40 Grad draußen. Spaß. Was war plötzlich los da? Ich dachte, du bist meine Supporterin Nummer 1. Ey, und dann war ich immer so übertrieben abgefuckt auf meine Eltern einfach. Vor allem, ich konnte ja auch nicht einfach aus dem Auto raus. Ich musste erstmal da chillen. Weil sonst hätten mir ja meine Eltern beim nächsten Mal niemals geglaubt, dass ich noch am Schlafen bin. Ich verstehe das doch eigentlich... Leben ohne Handy war früher eigentlich ganz schön cool. Den Sinn dahinter nicht, jetzt mal ehrlich, ich hätte auch einfach selber aufstehen können und ins Bett gehen können. Aber eine Sache war immer krass, wirklich jedes Mal, und damit meine ich wirklich jedes Mal, wenn wir kurz davor waren, zu Hause anzukommen, bin ich immer in... Habt ihr früher... Digga, der hat das Video nicht mal beendet! Lacht mich aus, aber dieser Mini-Blumenhocker ist seit Wochen die einzige Sitzmöglichkeit in meiner gesamten Wohnung und ich wünsche, das wäre... Also ich weiß nicht, wen du verarschen willst, jetzt wirklich, sorry, dass ich das so nennen muss. Oder sagen muss, besser gesagt. Guck dir mal die Treppe an. Da ist Glas, da ist eine Treppe und du sagst mir, das kleine Dingsbums ist der einzige Platz, wo du dich hinhocken kannst? In so einer teuren Wohnung? Wäre ein Ikea ist 10 Minuten von mir entfernt.
Kannst du mir nicht erzählen. Wie machen wir das denn heute? So viel angekommen und ich freue mich, ich muss euch alles zeigen. Sagt erstmal Hallo zu meiner Pflanze Phoenix und zu meinem Lehrstuhl. Pflanze bestimmt 1000 Euro kostet. Die erste, die war ein Tischset. Meine Mama und ich haben dann die Stühle aufgebaut, war ganz einfach und die sind wirklich voll ästhetisch, Leute. Also ich war voll überrascht. Die zweite Lieferung habe ich mich aber noch mehr gefreut, denn... Also bei den Stühlen muss ich ehrlich sagen, wenn du etwas mehr Gewicht auf den Hüften hast, kannst du damit rechnen, dass die Dinger irgendwann die Wand gerade und dann hören sie... Also weißt du, wo du am meisten draufgockt hast? Das Sofa ist angekommen, das ist so für mich das Wichtigste. Hier seht ihr, wie ich komplett delusional denke, dass ich dieses Riesensofa komplett alleine aufbauen kann. So viele Teile für ein Sofa? Mein Papa dann da, weil ich überfordert war. Aber dieses Sofa war auch wirklich so eine Extrawurst. Ich musste jedes Teil einzeln anziehen, buchstäblich. Ich weiß. Also mein Sofa war komplett zwei Teile. Das sieht gerade noch verwirrend aus, weil es einfach verwirrend war, aber das ist so ein L sozusagen, das Sofa. Und dann konnte ich endlich die Kissen drauf machen. Und das hat ja mal ein Entschuldigung verdient, weil wie schön ist das bitte? Das ist nicht nur schön, das ist auch wirklich... Eine Couch ohne Bett? Was? Wer macht denn sowas? Wirklich sehr bequem, was für mich echt wichtig... Lacht mich auf. Und da war schon wieder eine Blume. What would happen? One charger plugged into another? Let me try. Was passiert? Here's an old 5-volt USB charger. Gar nichts. This one has a USB-C charger. Let's plug it in. Nothing happens because they both stay at 5 volt. What would happen? Bro, du kleiner Mother. Meine Oma ist 83 und fit wie ein Turnschuh. Und wir machen jetzt sogar die lacht selber. Du weißt nicht, wie ich nachts ins Bett gehe. Indem sie so fit geblieben ist. Den Po halte ich fest, damit er nicht so schwabbelig wird. Oder ist er vielleicht schon, wer weiß. Falls man betrunken hinfällt, dass man... Habt ihr es gehört? Die hat gefurzt! ...wieder aufstehen kann. Ja, das kann bei mir passieren. Ja, ein Gläschen zu viel und schon schwanken Landes die Karawanken. So geht die Affenschaukel. Kann ja jeder in unseren Popo schauen. Das macht nichts, wir haben ja eine Hose an. Wäre natürlich viel interessanter ohne Hose. Oh, stell dir mal vor, Damn. Ja, das ging jetzt ein bisschen zu weit. Ich weiß gar nicht, ob das ein Video drin lassen kann. Jetzt kackt uns ein Vogel ins Gesicht. Lecker. Ja, das bringt ja nichts, wenn du dich selber nicht mehr anfassen kannst. Die hat das Mikrofon einfach an den, die Haare gemacht. Gerade im Rücken. Oma hat ganz viele Verehrer. Wie unseren Gärtner. Was machen wir, wenn der Gärtner sich an uns ranmacht? Da kommt er gar nicht mehr, da hast du keine Verehrer mehr, das ist auch blöd. Aber muss ehrlich sagen, coole Oma. W-Oma, ernsthaft. Stabil. Egal wie alt du bist, du musst fit bleiben. Habt ihr euch das als Kind gemacht? So, wenn ich den nicht treffe, dann stirbt jetzt meine Mom. Ich mach's immer noch heutzutage, aber nicht mit Basketball, sondern mit anderen Dingen. Nein, der zählt nicht, weil der Mülleimer war nicht bereit. Der Mülleimer war nicht bereit? So, jetzt, wenn ich den nicht treffe, dann stirbt meine Mom. Nein, ich... Auf ihn, was ist los? Nein, ich... Was ist hier los? Mama! Was? Digga, der verliert wirklich seine Mutter. Aber ich habe so Sachen als Kind auch gemacht. Nicht oft mit meiner Mutter gewettet, aber trotzdem. Basketball gespielt mit Papier. Was haben wir noch gemacht? Digga, Bleistift weggekaut. Die Zeiten. Heutzutage kannst du ja gar nichts mehr kauen, weil da überall Chemikalien drauf sind. Früher war es ja ganz anders. War alles natürlich. Alle guten Dinge sind doch dran. Und du hast recht. Probier's nochmal, aber letzter Versuch. Okay, komm schon, Marvin. Du triffst dich. Easy money, let's go. Digga, was war denn das für ein Wurf? Nein! Brother, you're not reffing like this, Marvin. Nein, Marvin! Also, da müssen wir mal ein bisschen üben, Diggi. Wer hat gewonnen? Real Madrid feiert schon die Champions League? Die haben gewonnen, die Champions League? Oh, Digga, ich wusste, dass Real Madrid die Schiris bezahlt. Ich wusste es. Die feiern jetzt schon die Champions League, dass sie gewinnen gegen Dortmund.
Aber ich bin jetzt mal 100% ehrlich. Macht das überhaupt noch Spaß, genauso wie Bayern? Du gewinnst fast jedes Jahr die Bundesliga. Macht das eigentlich noch Spaß? Ich weiß nicht. Freunde, ein neuer und ziemlich kostspieliger Auftrag. Denn dieses riesige Bowie, das Alma SF10, kostet euch, falls ihr Interesse habt, deutlich über 1000 Euro. Vielleicht ist es ja das versteckte Fach im Griff, das das Messer so unglaublich teuer macht. Aber das solltet ihr auf jeden Fall tun. Im jetzigen Zustand ist das Messer nicht sonderlich scharf und das würde auch die allermeisten Besitzer sicherlich nicht stören, denn für diesen Preis muss es wohl in den meisten Fällen doch eher als Sammlerstück herhalten. Bro, du kaufst ein Messer für 1170 Euro und das Ding ist noch nicht mal scharf? Das soll ich mir einfach an die Wand hängen? Ist das dein Ernst? Da der Besitzer von diesem Exemplar das doch ganz anders sieht und sein Messer in Zukunft auch schneiden soll, braucht es dafür natürlich eine rasiermesserscharfe Schneide. Aber ich bin auch ehrlich. Ein Messer für 1000 Euro, will ich das überhaupt benutzen? Denn stell dir mal vor, ich treffe irgendwie das Falsche. So ein Stein oder was auch immer, das Ding ist komplett im Arsch. Und dann hat er gerade uns diese Aufgabe anvertraut. Wir polieren nochmal die Klingenoberfläche über, bevor wir dann die frische, aber immer noch ziemlich grobe Phase mit dem Schleifstein verfeinern. Mich würde jetzt mal riesig interessieren, besitzt ihr auch Messer, die nur in der Vitrine liegen? Oder werden bei euch alle Messer auch wirklich zum Schneiden benutzt? Auf eure Kommentare. Also, Bro, wer hat ein Messer, bitteschön, in der Vitrine? Ich hab ein Buttermesser. Für 20 Cent. Bin ich super gespannt. Tja, und nun, Freunde, sieht das Messer nicht nur wieder aus wie neu, sondern ist sicherlich auch deutlich schärfer, als es aus der Fabrik kam. Vergesst nicht, was auf dem Zettel stand. Passt auf euch auf, bis ganz bald. Ciao. Der Anzeigenhauptmeister hat mich angezeigt. Bei einem Dreh habe ich falsch geparkt und dann kam er einfach mit seinem Fahrrad und wollte mich einfach anzeigen. Ist das jetzt mehr ein Meme? Der Anzeigenhauptmeister macht das wirklich noch hauptberuflich, Leute anzeigen. Denn der fährt immer noch mit dem vergammelten Fahrrad rum von 1908 uralt. Ich weiß nicht, ob ich den überhaupt noch ernst nehmen soll. Oder ob ich den überhaupt ernst nehmen sollte. Nach langem Diskutieren habe ich ihn dann eingeladen, bei unserem Video mitzumachen. Und ich habe erstmal eine Runde mit seinem Fahrrad gedreht, fast auf die Fresse gelegt. Dann haben wir uns wieder vertragen und er meinte, er lässt meine Anzeige fallen, wenn ihr mir jetzt folgt und dieses Video liked. Der September 2054, neue Klasse, neues Jahr. Ich kenne eure Namen noch nicht, also fangt mal an. Ja, wie heißt du? Name. Ja, dein Name. Nein. Damn. Stell dir mal vor, es geht wirklich so weiter mit der Generation bis 2054. Ich bin ja schon blöd, Digga. Aber die Generation von heute, tschüss. Die sind noch ein Ticken schlimmer. Ich heiße Name. Was? Wie ist das überhaupt? Sorry. Es reicht. Ich bin nicht aggressiv. Wie ist dein Name? Zehner. Nein, dein Name, nicht deine Fußballposition. Nein, ich heiße so. Was? Welcher Mensch heißt Zehner? Man schreibt es R. Ja, und ich heiße 3. Damn, das, also, boah. Wäre ich Lehrer, in so einer Zeit, das wäre wirklich so gewesen, Digga, ich würde daheim bleiben. Ich würde sagen, scheiß drauf, Digga. Hartz IV, Bürgergeld, regelt. Bin ich ehrlich mit dir, Digi, das triggert ja total. Und man schreibt es? Nein, niemanden juckt es, wie man es schreibt. Du Salatsoße. Was? Wie was? Ich heiße Salatsoße. Ich gehe in Therapie. Schisch! Vorgestern zwei Jugendliche im Bus gesehen. Keine Ahnung warum, aber die unterhalten sich über Dinosaurier. Sagt der eine so, ja, aber die sind ja schon seit Millionen von Jahren tot. Sagt der andere zu ihm so, hä, Bruder, wir haben erst 2023. Gott sei Dank werde ich morgen 20 Jahre alt und kann sagen, Mensch, die Jugend von heute. Ich verstehe, was du meinst. Und wir waren gerade bei einem Video, wo wir gerade darüber diskutiert haben. Und der eine sagt, ja, seit Millionen Jahren sind die schon kaputt. Nein, wir haben doch erst 2023. Brother, Okay, wenn man halt auf dem recycelten Bett schlafen möchte. Einmal springst du drauf, das Ding gibt nach, Schakalaka, Bang Bang, du legst auf den Boden. Fertig ist aus. Bis morgen.